Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 12 Ultimate Team. Und heute steht mal wieder ein Pack-Opening an. Ich werde wieder so, denk mal, 3 oder 4, 15 Kilo Dinger aufmachen. Und ja, und im Anschluss zeige ich euch noch meine, ja, aktuellen Teams. So, genug der Worte. So, Jumbo Gold Pack. 15.000 und Nummer 1, Feuer frei. Und Bam. Verträge und, nee. Oh, was haben wir hier? Wen haben wir hier? Hier ist Maicon. Und ich glaube, der ist richtig was wert. Ich werde das dann wieder checken. Ja. Ansonsten ist, glaube ich, Pizarro, ja, nix. Drobny, wow. Nix. Verträge. Fitness, Knieauer, Allgemeinauer, Moralzeug, Tempomist, Attribute, nix, Trikot. Oh! FC Barcelona, müsste ich mal gucken, was das wert ist, ja. So, das war's schon fürs erste Pack. Zwei gute Dinge, einmal Maicon und einmal ein Barcelona-Trikot. Und ja, dann werde ich es mal einlagern und dann geht es zum zweiten Gold Pack. Also bis gleich. So, und weiter geht's mit meinem lustigen Gold Pack Opening. Ich habe gerade mal nachgeguckt, was Maicon wert ist und der ist so zwischen 20.000 und 30.000 Coins wert. Den werde ich aber nicht verkaufen. Ich werde wahrscheinlich mal ein Brasilien-Team zusammenstellen. Das Trikot von Barcelona ist so zwischen 1000 und 2500 das wert. Ja. Und weiter geht's mit dem zweiten Gold Pack. Und Feuer frei. Und zzzp. Bam. Wen haben wir hier? Oh, nee, das war Katjes hier. Das ist nichts. Wer ist das hier? Ach, ein Achtscher. Oh Gott, ist der lahm. Franzose, nix. Hier haben wir einen 76er. Relativ schnell. Linksverteidiger. Portugal. Ja, vielleicht 1500. Verträge. Moral ist auch ein paar Coins wert, so 4312 sind auch, aber auch nicht viel, 1000 oder mehr ist das nicht. Die Formationskarte müsste ich mal nachgucken, sage ich euch dann gleich. Die Managerkarte ist auch nicht viel wert, weil scheiß System. Hier haben wir, ja gut, Ajax Wappen, West Ham Wappen, Stadion. Und einen lustigen Puma-Ball. Ja, dieses Pack war nicht so prall. Eher ein Griff ins Klo. Ja, was das wert ist, sage ich gleich. Also, kurz einlagern, kurzer Schnitt. So, und weiter geht's mit dem Gold Pack Opening. Jetzt das dritte Gold Pack. Noch kurz die Info, die Formationskarte von ZOM auf ZM ist erstaunlicherweise 12.000 Coins wert. Habe ich gerade gesehen. Die werde ich sicherlich verscherbeln. So, weiter geht's mit dem dritten Goldpack. Jumbo und 15.000 Feuer frei. Und zzt. Bam. Und das sieht, na, nee, nicht allzu toll aus. Barzagli sehe ich hier von Juve oder so ähnlich. Ja, das ist natürlich nicht toll. Rein Turan. Atletico, glaube ich, ist das. Aber auch nicht. Ach, das geht so langsam für einen Linksaußen hier. Was ist das? Nix. Jo. Verträge. Kartenmoral ist so 1500 wert. Ach, nix. All Attribute, bloß. Oh ja. Hier haben wir quasi
eine schöne Karte gezogen, das ist die Formationskarte 41212. Äußerst beliebt, weil es viele spielen, deswegen sehr teuer. Geht so ab 13, 14, 15.000 aufwärts los. Bei Aktionen könnte man Glück haben und sie für 10.000 Coins bekommen. Also, hier haben wir schon mal was richtig Gutes erwischt. So, was haben wir hier noch? Ach, das ist nix. Rubinkasan, ne. Sonst nix, aber eine schöne, wertvolle Formationskarte. So, und jetzt mache ich hier noch einen kurzen Schnitt zu einlagern und dann mache ich das letzte Goldpack auf. Also, so, und weiter geht's mit dem letzten Goldpack für heute. Wieder Jumbo, 15 Kilo und feuerfrei. Und Skecklenburg habe ich hier gelesen und okay, das war mal Katzeklo hier und das war ja gar nichts. Eieiei. Oh Gott, nix. Was? Die dort? nix. Krebs vom KSC, yippie. Eieiei. Das war ja Verträge, nix. Wieder Aua, alle. Oh weia, oh weia. Das ist der nächste, ach du heilige Scheiße. Egal, das war das letzte Goldpack für heute. So, ich werde es wieder einlagern. Und dann zeige ich euch nochmal eine Zusammenfassung von all dem, was ich heute so gezogen habe. Also das Beste von dem. Also wieder ein kurzer Schnitt. So, kommen wir nun zur Zusammenfassung der vier Goldpacks. Was haben wir denn so Wertvolles getroffen an Spielern? Wäre das Beste? Die vier hier drüben sind alle 1000 und 1500 wert, mehr nicht. Die brauchen wir nicht, uns nicht näher angucken. Der rechte Teil, den ich hier gezogen habe, der ist schon was wert. Was habe ich mir aufgeschrieben? Ich glaube 20.000. 20 bis 25.000 ist der Kollege wert. Maicon, Rechtsverteidiger Brasilien. Also, da haben wir schon eine Nummer gezogen. Den werde ich wahrscheinlich nicht verkaufen und ich werde ein Brasilien-Team aufbauen. Wird sich auch anbieten. So, an Formation, an Karten, die ich gezogen habe, an Verbrauchskarten, waren auch zwei Gold dabei. Und zwar war das zum einen die 41212 Formationskarte, die zwischen 12 und 16.000 Coins auf PC wert ist. Und die zweite wertvolle war ZOM zu ZM. Die geht so ab 12.000 weg. Jo, das war's eigentlich so an wertvollen Dingen. So, und jetzt zeige ich euch noch meine aktuellen Teams. So, fangen wir vorne an. Als erstes mein, ja, Pace-Team oder Schnelligkeitsteam oder auch Bundesliga-Team, je nachdem, wie ihr das wollt. Ja, im Sturm Obasi mit 90, daneben Podolski mit 87, in der Mitte ist Götze, ist klar. Rechts draußen ist Blaschikowski, genannt Kuba. Da habe ich auch noch den Kollegen Farfan. Der ist auch nicht schlecht. Vielleicht sogar ein Tick besser, aber nicht so schnell. So, dann auf der linken Seite habe ich Ribéry mir mal geleistet. Für, muss ich gucken, 44.000 Coins habe ich mal zugeschlagen. Im zentralen defensiven Mittelfeld ist der Lars Bender, oder war es der Sven Bender? Nein, es ist Sven Bender. Na sowas. Da habe ich auch noch den Kollegen Schweinsteiger, aber da habe ich irgendwie keinen Bock, den zurzeit zu spielen. So, und im Tor ist klar Neuer und die Verteidigung bilden Hövedes und Hummels. Rechts draußen ist Lahm und links Onkel Panda. So, auf zum nächsten Team. So, und Team Nummer 2. Ich habe mal begonnen, ein Premier League Team mir zusammen zu basteln. Und ja, bin noch nicht ganz fertig. Ein paar fehlen mir noch. Also einige noch. Aber fangen wir mal am Tor an, ist klar. Onkel Czech.
die Innenverteidigung bildet Norm, kann ich noch nicht auswendig, das ist Touré und Rio Ferdinand. Rechts draußen ist Walker, da habe ich mich für einen schnell entschieden, weil das einfach für Kacknoobs wie mich einfach besser ist. Links draußen ist Jose Enrique mit 88, also genau dasselbe. Und im Mittelfeld David Silva, den hatte ich schon aus meinem Spanien-Team. Zentral defensiv, zentral im Mittelfeld ist dann auch Andersen. Rechts draußen ist Suarez. Ja, und dann im Sturm mein 90er Theo Walcott. Rechts draußen in der Mitte, den ich nicht aussprechen kann, Abgan Laharo oder so ähnlich. Und links draußen ist Young. Okay, das war mein Premier League Team. So, und weiter geht's mit den Teams. Das ist hier die deutsche Nationalmannschaft. Ich habe eigentlich alle Spieler zusammengekriegt, die es so gibt, die durch immer munter durchwechseln. Trainer habe ich auch mit Yogi. Ja, ich denke mal, die brauche ich jetzt nicht alle durchkauen. Die sollten jedem bekannt sein. Und deswegen werde ich die jetzt nicht so durchkauen. Also, nächstes Team gleich. So, und zu guter Letzt natürlich mein bestes Team, wie ich finde. Und zwar das spanische Liga-Team. Ja, da gibt es keine großen Veränderungen. Ich gehe trotzdem immer durch, ganz fix. Casillas im Tor. Die Innenverteidigung bilden Puyol und Sekunde, muss ich klicken. Puyol und Pepe. Links draußen José Enrique. Rechts ist Sergio Ramos und im Mittelfeld Fabregas und mein bester Spieler Raul Garcia. Den können wir uns ruhig noch mal genau angucken. Das ist schon eine Kante. So, und dann David Silva. Links unter Sturm bilden David Villa, links draußen, rechts draußen Di Maria und im Sturm ist der Onkel Falcao. Okay, Trainer ist Sir Alec Ferguson oder so ähnlich. Okay, das war's von mir für heute. Ich sage tschö, bis zum nächsten Mal.